Jo, Leute, jetzt ist es erledigt. Ich hatte einen Denkfehler drin. Und zwar einen ziemlich doofen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin davon ausgegangen, hier gucken wir da nach Norden. Das ist Mist, das ist Blödsinn. Ich muss nämlich davon ausgehen, dass ich mir hier die Figuren angucke und ihr seht schon, die Eule nach Süden, also nach hinten. Denn Norden ist da. Und dann funktioniert das auch alles. Nur nochmal als Tipp, falls ihr das Spiel irgendwie selber spielt, hier nebenher und hier nicht weiterkommt oder sonst irgendwas, soll es ja alles geben. Jetzt ist hier oben die Tür offen. Also gehen wir mal rein und gucken. Das Jagdgewehr. Das Problem ist, dass wir jetzt hier volles Inventar haben. Wie viel Schuss haben wir dafür? 10. Pass mal auf, ich lege die Schrotflinte mal kurz ab. Dass wir den Schlüssel mitnehmen können. Die liegt ja jetzt hier, die können wir ja gleich wiederholen. Wir schließen jetzt das Tor auf und dann holen wir uns die Schrotflinte wieder. Oh Gott, oh Gott. Oder wir lassen uns hier einfach in den Arsch treten. Hab gehört, das soll auch gut funktionieren. Ach Mann. So ein Scheiß, ey. So, jetzt, machen wir es auf die altbackene Art und Weise. Jetzt kriegt er aufs Maul. Du Mistvieh. Du hast dazu geführt, dass ich eine Spritze benutzen musste. So, sind hier jetzt noch mehr Gegner unterwegs oder war das die einzige? Also ich sag's gleich schon mal vorweg, das Jagdgewehr werde ich im Fernkampf benutzen. Ja, mit Zielfernrohr und allem, also. Oder vielleicht für Bosse oder irgendwie so. Auf jeden Fall nicht für irgendwelche Standardgegner. Nicht so ohne weiteres. So. Dazu ist mir die Munition ein bisschen zu kostbar, denn wir haben ja im Prinzip keine dafür. Einmal die Schrotflinte zurückgeholt. Unsere gute Remington. Fangen wir gleich wieder auf Slot 3. So. Und weiter geht's. Vorher einmal hier abspeichern, einfach weil ich das blöde Rätsel jetzt nicht nochmal machen möchte. Und dann gehen wir weiter. Ich habe euch jetzt hier so einen kleinen Schnitt gesetzt. Ihr habt ja eben nochmal gelesen, You got the Hunting Rifle. Ich habe gerade geladen. Ich bin nämlich draufgegangen. Das war ein bisschen peinlich. Hier ist nämlich ein ganz doofer Gegner auf der anderen Seite. Na los. Den hatte ich erst gar nicht wahrgenommen. Der spuckt hier mit Blut auf uns. Der Sack. Ein fliegendes Bett. Ja, wir bekämpfen gerade ein fliegendes Bett. So, war das der einzige? Oder gibt es hier noch einen? So, da ist der schon mal weg.
Das Spiel hat immer noch irgendwelche Neuerungen zu bieten. Ich vermute mal, wir sollen da hoch. Oh, oder wir sollen hier durch. Rifle Rounds. Aber die Tür ist verschlossen. Da kommen wir so nicht durch. Na gut, dann müssen wir doch erstmal da hoch. Hatte ich eigentlich sowieso vor. Und nochmal Rifle Rounds. Boah, wo bist du? Da kam schon wieder... Rotze vom fliegenden Bett an hier. Und ich sehe nicht mal, wo es ist. Nicht gut. Da hinten. Okay, pass mal auf. So. So einfach kann das gehen. Noch einen. Hallo? Ja, klar, da hinten ist noch einer zwischen den Bäumen. Scheiße, ich sehe den Kopf nicht. So, jetzt komm. Einmal spucken. Und peng. So. Ich werde aber nicht nachladen jetzt. Weil ich befürchte, dass wir dann Munition verlieren. Weil so ein Gewehr, das hat ja auch... Das wird ja auch nicht Kugel für Kugel geladen, ne? So eine Schrotflinte, da packst du ja einen Shell nach dem anderen rein, aber in so ein Gewehr. Links oder rechts? Da ist abgeschlossen, also müssen wir wohl da rein. Ach, das ist gar nichts. Ich dachte, das ist was zum Aufheben. Na gut. Dingen wir der Haare, die da noch kommen. Boah, ich dachte schon, das Spiel ist abgestürzt. Aufnahme läuft auch noch. Und ich kann speichern. Speichern ist immer schön. Puh, gut, das heißt, ich muss mich mit den Betten nicht nochmal rumschlagen. Zumindest nicht mit denen da hinten. So, wie viele von euch haben wir denn? Nur den einen? Das kann ich gar nicht glauben. Das glaube ich nicht. Oh, Telefon. Ja. Hello? Hello? I can't hear you. Who is this? Where are you? How did you get my number? Can you help me? What the fuck is going on in this town? I need to speak to you, Simon. I thought the roof. You're... What? You're up on the roof? I can't hear what you're saying. Hello? Hello, are you still there? Aha.
Da möchte jemand unbedingt mit uns reden und befindet sich auf dem Dach des Gebäudes gegenüber vom Park. Das wäre ja da oben, ne? Oder da hinten. Naja, auf jeden Fall nicht hier. Spritzen nehme ich immer gerne. Hier irgendwo Munition. Ja, ist gerade ein bisschen dunkler, ich weiß. Tja, da muss ich wohl jetzt in den Park. Oder wir machen die Parktür einfach auf. Da kommt ja schon einer. Ich wollte eigentlich jetzt mit dem Zielfernrohr vom Gewehr mal gucken, was uns so erwartet. Ich sehe, da irgendwo bewegt sich noch was. Da kommt wieder einer. Okay, zielen hat eigentlich keinen Sinn. Eigentlich können wir die auch mit dem Schlagstock erledigen, oder? Komm, das war doch noch nicht alles. Da kommt wieder einer. Oh, da kommen sogar zwei. Da kommen zwei. Aua. Der musste mich aber unbedingt noch treffen. So, 5 Schuss für die Shotgun. Die will ich jetzt eigentlich nicht aufgeben. Oh. Mensch, dass die mir auch jedes Mal noch einen reinzimmern, das gefällt mir gar nicht. So, wie viele seid ihr denn jetzt noch? Da kommt noch einer. Das war gut geschossen, würde ich sagen. Wie viel waren das jetzt? 5, 6? Den nächsten Mal beim Nahkampf fertig. Hier ist doch bestimmt noch einer. Komm raus, wo immer du bist. Oder haben wir wirklich alle? Das will ich gar nicht glauben. Scheinen tatsächlich alle erwischt zu haben, sonst würde ja jetzt noch einer angreifen. Das heißt, wir können uns jetzt hier in Ruhe umsehen. Boah, es ging natürlich wieder ganz schön auf die Ressourcen. Vor allem die Pistole. Ich will mir überlegen, ob ich nachladen soll. Mit 3 Schuss reißt man, glaube ich, nicht so viel, ne? So, machen wir es so. So, was haben wir hier? Eine Karte mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Xen. 8. Was hat das zu bedeuten? Steht wahrscheinlich auf diesem Dokument, was hier steht.